Guck mal einer an. Niklas Füllkrug in Form. Und Gabriel Jesus und zwei Screamkarten. Ich habe ein bisschen Angst, aber ist in Ordnung. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads. Wir hatten wieder eine sehr, sehr große Pause dazwischen, aber heute geht es weiter mit der nächsten Folge und selbstverständlich mit der nächsten Formation. Die letzte Episode haben wir im 4-4-1-1 gemacht, die nächste gibt es dementsprechend jetzt im 4-3-3, aber da es fünf verschiedene 4-3-3-Varianten gibt, wird das gleich entschieden im Pack, welches 4-3-3 wir benutzen. Natürlich öffnen wir das Pack dafür. Wenn ihr selber Packs öffnen möchtet oder euch die Coins fehlen, checkt auf jeden Fall mal meine Sponsorenseite in der Videobeschreibung. Aus IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, Viva Points, PSN und Microsoft Guter mit dem Code MAXGAMINGTV. Lohnt sich auf jeden Fall, ist günstig, ist schnell und ist zuverlässig. Es gibt momentan Prime Electrum Spieler Sets, allerdings nehme ich einfach mal die Gold Sets und ich weiß noch nicht hundertprozentig genau, wie ich das Ganze machen will, welche Formation ich nehme, aber ich sage einfach mal, wir machen das in Zweierschritten. Wenn der seltene Spieler, wenn es einen seltenen Spieler gibt, oder wenn der bestbewertete Spieler, sagen wir es mal so, wenn der bestbewertete Spieler zwischen 75 und 77 ist, Formation 1, also die normale, und dann immer in Zweierschritten. Ja, das heißt quasi 78 und 79, 78 bis 80 ist dann 2, 81 bis 82, 81 bis 83, ach keine Ahnung, ich gucke einfach mal, wir machen jetzt mal das Set auf, ich bin schon komplett verwirrt hier. Wenn es euch gefällt, das auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, hier haben wir einen Anzeigefehler gehabt. Es gibt keinen seltenen Spieler, natürlich keine großartige Überraschung. Jean Dao, das heißt, okay, das macht es relativ einfach, weil es wird dann die erste Formation 4-3-3 werden, die wir benutzen. Und ich sehe gerade schon, wir haben anscheinend, nein, Gott sei Dank haben wir noch Klitzelis oder so. Meine Güte, was für ein geniales Team. Das kann ja nur gut werden. Den habe ich auch schon. Dementsprechend discarden wir den gleich. Janka und Co. nehmen wir mit. Das war, glaube ich, das schlechteste Set, was ich hier erzielen konnte. Social Media Links könnt ihr auch gerne wie immer in der Videobeschreibung auschecken. Würde ich mich drüber freuen. Ist kostenlos, genauso wie das Abo hier. Und natürlich der Daumen nach oben und der liebe Kommentar, den ihr immer gerne schreiben dürft. Ich würde sagen, wir legen los mit den 7 Minuten, die wir Zeit haben für dieses Team in 3, 2, 1 und go. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier draus zaubern werden. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal irgendeine Kombination, die das Ganze verlinkt. Jandar spielt, soweit ich das gerade gesehen habe, in der spanischen ersten Liga, das heißt in der Liga Santander, wenn Gijón da noch drin ist. Ich weiß es gar nicht genau, ob die eventuell abgestiegen sind. Es scheint mir fast so. Das ist natürlich optimal, weil das heißt, wir müssen in die zweite spanische Liga gehen und hoffen, dass es da eben einen... Wie nicht? Ah doch, da sind sie. Ja, ich wollte gerade sagen, what the fuck? Und hoffen, dass es da einen kolumbianischen Innenverteidiger gibt. Die Chancen stehen relativ gut, weil Spanien ja relativ kolumbianisch ist. Oder Kolumbien, ein Land mit spanischer Sprache. Ich bin komplett verwirrt heute. Ihr merkt das eventuell schon. Schauen wir mal nach. Gibt es tatsächlich, und zwar Quintero, der sogar bei Gijón spielt. Das ist natürlich optimal. Allerdings ist der nicht sonderlich stark. Naja, macht im Endeffekt nichts. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Und... ja, der andere ist halt nicht optimal. Naja, egal. So, Torwart aus der zweiten spanischen Liga. Das kann ja nur gut werden. Ich weiß nicht, haben wir da vielleicht einen Goldkeeper? Es gibt auf jeden Fall einen seltenen Silberkeeper mit Remiro. Nicht mal für den Romero hat es gereicht. Das ist echt traurig. Es gibt aber auch einen Goldkeeper. Oder sogar mehrere. Hernandez und Varas. Varas kenne ich sogar von Granada. Deswegen nehmen wir den mit. Den Spanier. Ich denke mal, das ist dann ganz gut. Und ich denke, damit sind wir auch so gut wie durch, was... und dann Jean Dao angeht, der braucht nämlich jetzt noch einen Link und das ist zum Linksverteidiger, da nehmen wir einfach einen Brasilianer, beziehungsweise möchte ich erstmal ganz kurz gucken, wie wir das in der Liga NOS machen. Ich weiß nämlich nicht, was für Spieler es bei Guimarães gibt, aber das werden wir sicherlich schnell rausfinden. Da haben wir Vacasso, wir haben Hurtado, wir haben Rafinha, das sieht nicht schlecht aus grundsätzlich, also wir werden auf jeden Fall damit verlinken können, aber es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, das haut mich komplett vom Hocker, deswegen gehen wir mal in den Sturm und gucken, ob wir da einen schönen Stronglink haben. Wir haben sogar einen Brasilianer. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Wir haben auch noch einen Kolumbianer. Aber das finde ich nicht so gut. Der Kollege sieht aber, naja, er sieht nicht überragend aus, aber auch nicht schlecht. Ich muss trotzdem nur vorher erstmal ganz kurz nachgucken, ob ich das so machen will oder lieber etwas anders. Ich glaube fast, das ist Schwachsinn, was ich mir hier gerade überlegt habe. Deswegen gehen wir einfach in die Liga NOS und nehmen da einen brasilianischen zentralen Mittelfeldspieler. Anscheinend wird es Fran Sergio werden oder Felipe Augusto. Ich weiß nicht genau. Fran Sergio ist halt extrem langsam. Felipe Augusto ist aber auch nicht überragend. Wie sieht es mit Bonilla aus? Naja. Danilo hat war da gerade noch. Dann immer noch Danilo. Danilo von Braga. Pack ich auf die Beobachtungsliste und wir gehen weiter. Wir brauchen einen Linksverteidiger. Irgendein Brasilianer muss nicht aus der Liga NOS sein, sondern kann irgendein Brasilianer sein. Und ich würde sagen, da entscheide ich mich spontan für Dalbert. Ne, für Wendell. Wendell ist super, haben wir Bundesliga. Dann können wir noch in der Serie A bleiben. So, muss ich ganz kurz mal nachgucken hier in der Mannschaft, wie das Ganze chemietechnisch aussieht.
und muss da mal eben die Spieler hinstellen. Das kostet jetzt natürlich Zeit, das ist ganz klar, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Auf die Gefahr hin, dass wir am Ende wieder mit Spielern spielen müssen, die halt eben keine Chemie. Und das hat letztes Mal auch sehr gut funktioniert, von daher muss ich mir da, glaube ich, keine großen Gedanken machen. So, Wendell kommt auf die Linksverteidigerposition, zack, zack. Und dann kommt ins zentrale Mittelfeld Danilo rein. Natürlich leider Gottes nicht mit den Werten vom Danilo von Manchester City, das wäre sehr, sehr schön. Aber ich denke auch der 74er Danilo von Benfica, ehemals mittlerweile Braga, kann uns da weiterhelfen. So. Der Kollege braucht auf jeden Fall noch links, wie wir unschwer erkennen können. Und ich glaube, das kann ich ganz gut regeln, wenn ich einen Strongling zum Stürmer nehme. Neben dem Strongling zum Stürmer komme ich nicht weiter. Zumindest nicht noch links wasted. Und darauf kommt es mir ja an. Ich brauche aber den Strongling zum Stürmer, dummerweise. Ich komme gar nicht auf noch links wasted, sehe ich gerade. Außer wir nehmen doch Jefferson. Zack. Na, das ist nicht Jefferson. Jefferson, zack, genau. Und stellen hierhin einfach irgendeinen Spieler aus der Liga NOS von eben Guimaraes. Zum Beispiel halt eben Hurtado, den wir gerade bereits gesehen haben. Da haben wir sie. Zentrales Mittelfeld sieht nicht so optimal aus, aber grundsätzlich haben wir da Hurtado. Gut, nehmen wir den und machen weiter. Jetzt brauche ich hier einen Kolumbianer, da einen Kolumbianer. Und es geht immer noch nicht so auf, wie ich es möchte. Wenn ich hier noch einen Stronglink hinstellen würde, würde das immer noch nicht aufgehen. Ich glaube, ich komme nicht auf No Links Wasted, deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz fuchsig, wie ich bin. Hier auf Kolumbien. Dann ist halt nicht No Links Wasted. Dann dürfen wir halt nicht wechseln, das ist schade, aber dann haben wir wenigstens volle Chemie. Kolumbien, Stürmer, wen nehmen wir da? Muriel, spanische erste Liga. Wir gehen weiter, linker Flügel. Was haben wir da in der spanischen Liga? Vitolo müsste da. Ne, Vitolo spielt, glaube ich, nicht mehr bei Sevilla. Werden wir gleich schnell rausfinden. Wir haben noch eine Minute 58, das heißt, wir sind noch ganz gut in der Zeit. Doch, nur Vito spielt das, oder? Ach, mittlerweile wir, genau so ist es. Sarabia haben wir da noch, Banega, Rico. Ah, warum haben wir auf der linken Seite nicht in Sarabia? Kondeli, der ist auch langsam. Natürlich jetzt optimal für mich gelaufen in diesem Moment. Haben wir vielleicht irgend schnell nach Korea, ist halt auch langsam. Na gut, aber müssen wir halt eben so hinnehmen. Oder wir haben in der Liga Santander lustigerweise noch einen kolumbianischen, vernünftigen Flügelspieler. Das wäre auch optimal. Grundsätzlich ist aber halt eben Muriel extrem schnell. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden, dass wir den im Sturm haben. Und er ist auch extrem gut. Moreno, mein Freund. Forster Skills, den stellen wir doch mal dahin. Okay, gut, jetzt brauchen wir hier einen Kolumbianer. Warum habe ich Kolumbien gelöscht? Man weiß es nicht. Minute 12 noch. Es wird eng, aber ich denke mal, dass ich das schaffen werde. So, wen nehmen wir da? Das sieht alles nicht so interessant aus. Zentral offensiv. Natürlich gäbe es einen James Rodriguez, aber sind wir mal ehrlich, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben für diese Art von Team. Zentral defensiv haben wir da noch was Vernünftiges. Sanchez. Gut, dann nehmen wir noch Sanchez und packen auf die rechte Verteidigerposition einen Spieler von Florenz. Wenn die einen Rechtsverteidiger haben. Die haben einen, und zwar Mario Gaspar. Sehr schön. Und dann packen wir auf die rechte Flügelposition einen Kolumbianer oder halt einen Spieler von Florenz. Das muss ich gleich noch spontan entscheiden. Aber das wird in 38 Sekunden locker möglich sein. Das heißt, wir haben es tatsächlich diesmal geschafft in der Zeit, auch wenn sich No Links Wasted ist und sicherlich nicht optimal. Laborde wäre eine Möglichkeit. Quadrado wäre eine Möglichkeit. Charad, Forster Skills. Hochmittelarbeitsraten. 20 Sekunden. Auf die Gefahr, dass ich es nicht schaffe. Gucken wir nochmal ganz kurz nach, ob es bei Florenz einen rechten Mittelfeldspieler oder rechten Flügelspieler gibt. Dias, das Portugiese, Portugal haben wir schon. 9, 8, 7, 6. Die Zeit tickt runter. Es gibt Acerik. Ich nehme Acerik für den Notfall. Gut, alles klar. Damit sind wir durch. Der Timer ist abgelaufen und wir haben es geschafft in der Zeit. Das hat natürlich den schlechteren Flügelspieler genommen und ich darf auch Acerik nicht mehr ändern. Aber ich denke mal, dass das Team doch nicht so scheiße ist. Es ist definitiv nicht optimal, vor allem weil es nicht No Links Wasted ist, weil ich auch gerade keinen Weg sehe, wie ich das No Links Wasted hätte gesteigen können, auch wenn es den sicherlich gegeben hätte. Aber ich kaufe mal die Spieler, dann sehen wir das Team wieder nochmal im Gesamten und dann suchen wir einen Gegner und zerstören ihn. So, Team ist fertig. Es hat eine 74er Bewertung. Trainer dürfen wir nicht nehmen, weil wir haben ja halt eben nicht das Privileg, aufgrund dessen, dass es nicht No Links Wasted ist. Ich habe hier meinen Auswechselspieler anscheinend mittlerweile in der SPC eingetauscht oder so, deswegen nehmen wir noch einen Bronzespieler damit hin, beziehungsweise das geht eigentlich nicht.
Das funktioniert so nicht. Ich muss dann Stürmer hinstellen. Einfach aus Prinzip für die nächsten Episoden auch. Wir haben, ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgezählt, wie viele Nationen und wie viele Ligen, aber das werden wir jetzt rausfinden. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 5 Nationen, 6 Nationen. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Ligen. Ja, das ist doch in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so machen. Gegner wird gesucht. Guck mal einer an. Niklas Füllkrug in Form. Und Gabriel Jesus und 2 Screamkarten. Ich habe ein bisschen Angst, aber ist in Ordnung. Ja, gut. Guter Start. Und ausgerechnet Füllkrug. Herrlich. Das war ein guter Pass, beziehungsweise ein bitterer, weil der so nicht hätte durchkommen müssen. Eigentlich stehe ich offensiv mittlerweile ganz gut da. Also wir sind überlegen, aber Chancen, naja. Jawohl, Anschlusstreffer. Ace Herrick, den ich gar nicht haben wollte, aber okay. Ausgleich, zack, zack. Muriel war es, glaube ich, in der Situation. Ich finde das kacke, dass mittlerweile der links 2, also L2 hoch runter mit dem rechten Stick, diese Zauberflöte ist. Das gefällt mir nicht. Ja, ich kann kotzen. Boah, was wird das denn? Ding an die Latte. Hurtado, schöne Ballannahme im 16er. Naja, so gut war sie dann doch nicht. Sanchez zurück und dazwischen. So schade. Celis macht hier fast den Ausgleichstreffer nach 63 Minuten. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn ausgerechnet der gepackte Spieler jetzt hier, der eigentlich nichts drauf hat, das Tor erzielt. Schöne Hecke von Chantau, der auch eigentlich nie dafür geeignet ist. Füllkrug legt mit der Brust zurück. Ja, ja, das Spiel ist schon realistisch. Das passt zu Füllkrug. Ja, das wäre wahrscheinlich die letzte Chance gewesen an sich. Schönes Roulette von Hurtado, aber ich bin jetzt nicht mehr durchgekommen. Wir verlieren 3-2 in dieser Episode des 7 Minutes Quads. Das war, muss ich sagen, keine Glanzleistung. Also es war auf jeden Fall ein Team, was natürlich nicht optimal zusammengestellt war, einfach weil wir auch Pech hatten in diesem Pack. Es hätte deutlich besser sein können, aber ich weiß nicht. Grundsätzlich war es nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Deswegen gebe ich dem Team insgesamt eine Bewertung. Der beste Spieler war nicht Ace Herrick, das war Muriel. Das hat mich auch nicht sonderlich überrascht. Ich gebe dem Team eine 4 von 10. Es war nicht miserabel, aber es war auch definitiv nicht stark. 3,5 von 10. 3,5 von 10, weil wir müssen ja auch irgendwie mal ein bisschen was Niedrigeres haben, um irgendwie einen Maßstab zu haben. Ja, und das war schon ziemlich, ziemlich schlecht. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Ich bin gespannt, wie die nächste Episode der 7 Minutes Quads wird. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.